träumt ihr von einer wunderschönen Maniküre, aber ihr wollt eure Zeit nicht im Salon verschwenden? Ein Spitzendesign, ein Kunststück mit Diamanten und ein prachtvolles Zebra. Heute zeigen wir euch neue Nagelideen, die ihr zu Hause ausprobieren könnt. Und für unsere erste Maniküre braucht ihr klaren und schwarzen Nagellack. Nehmt einen dünnen Pinsel und malt einen schwarzen Rand an das Ende eures Nagels. Umrandet den Rest eures Nagels und malt kleine Punkte. Wiederholt das Ganze auf eurem Zeigefinger. Dekoriert den Nagel am Mittelfinger mit einem ähnlichen Muster. Malt den Rest der Nägel schwarz an. Nehmt jetzt ein Stück Papier und tropft etwas schwarzen Lack darauf. Fügt ein bisschen Klarlack hinzu und vermischt das Ganze mit einem Zahnstocher. Lackiert danach die dekorierten Nägel mit eurem durchsichtigen schwarzen Lack. So einfach bekommt ihr den Effekt von Spitzerstrumpfhosen auf euren Nägeln. Das verführerische Design sieht super außergewöhnlich aus. Probiert es aus! Hier ist ein weiterer Lifehack zum Nägeldesign, den ihr super leicht daheim nachmachen könnt. Ihr braucht hellblauen Nagellack. Verteilt ihn gleichmäßig. Als nächstes braucht ihr weißen Nagellack. Mit einem dünnen Pinsel malen wir ein geringeltes Design. Aber nicht zu kompliziert. Einfach nur ein paar Schnörkel. Und jetzt kommt das Beste. Jetzt braucht ihr Lidschatten und wählt fetzige Farben. Drückt den Lidschatten mit dem Applikator auf den Nagel. Um Farbintensität zu erreichen, müsst ihr eventuell mehrmals drüber gehen. Staubt den Rest ab. Die Neon-Maniküre sieht mega cool aus und ist so leicht zu Hause zu machen. Und jetzt braucht ihr Zeitungspapier und eine Schere. Schneidet das Zeitungspapier in kleine Stücke, befeuchtet ein Wattepad mit Nagellackentferner und säubert eure Nägel. Klebt ein Stück Zeitungspapier auf eure Nägel, solange diese noch nass sind. Befeuchtet dies mit etwas Nagellackentferner und entfernt die Schicht Papier. Die Buchstaben werden auf den Nagel kopiert. Versiegelt das Ganze mit Klarlack. Um weiter zu dekorieren, verwenden wir roten Nagellack und einen Pinsel. Dekoriert das Ende des Nagels mit roten Schlingeln. Wenn ihr Zeitungspapier benutzt, kreiert ihr jedes Mal ein brandneues Design. Ihr erhaltet immer wieder neue Wörter. Dieses Design eignet sich für kurze und lange Nägel. Sehr originell! Für die nächste Idee braucht ihr Folie und einen Marker. Malt einen Diamanten auf die Folie. Schneidet ihn dann aus. Bemalt euren Nagel mit Klarlack. Und legt ihn auf die nasse Schicht. Wartet, bis der Nagellack getrocknet ist. Malt den Rand des Diamanten mit dem Marker nach. Und füllt die Kanten aus. Wiederholt den metallischen Aufsatz auf eurem anderen Nagel. Der Diamant sieht elegant, aber nicht abgehoben aus. Diese Hände brauchen ebenfalls eine elegante und stylische Maniküre. Holt euch einen dünnen Pinsel, sowie schwarzen, weißen und roten Nagellack. Malt eure Nägel gleichmäßig in Schwarz an. Tragt etwas weißen Lack auf den Pinsel auf und malt eine Rose. Das geht super einfach, da die Blätter sehr systematisch verlaufen. Malt eine etwas kleinere Rose auf den nächsten Nagel. So sieht das Design viel eleganter aus. Tropft etwas roten Lack auf einen Plastiklöffel und tropft etwas Klarlack dazu. Vermischt es gut und bemalt die Nägel mit dem verdünnten Lack. Die weiße Rose wird auf einmal rot. Welche Farbe gefällt euch für dieses Design besser? Rot oder weiß? Schreibt es uns. Lackiert als nächstes eure Nägel weiß. Nehmt eine Haarklammer und etwas schwarzen Nagellack. Tupft das Ende der Klammer in die Farbe. Malt vom Rand ausgehend Streifen auf eure Nägel. Was für ein wildes Zebra! Wählt einige Sticker aus und dekoriert euren Ringfinger mit einer Blume. Überzieht dann noch den Finger mit Klarlack. Fertig! Tiermuster werden noch lange im Trend bleiben. Daher wird eure neu gestreifte Maniküre euch immer spektakulär und stylisch aussehen lassen. Und jetzt verraten wir euch, was man mit einem Locher und dekorativem Tesaband anstellen kann.
löchert das Band mit dem Locher. Wir benutzen die Löcher als Schablone. Malt eure Nägel in einer beliebigen Farbe an. Sobald der Lack trocken ist, legen wir dann Tesa drauf. Tragt etwas Lack einer anderen Farbe auf einen kleinen Schwamm auf. Malt ihr über die Löcher und entfernt es dann. Ihr habt nun leuchtende, saubere Kreise. Dekoriert es noch mit Glitzer. Und versiegelt das Ganze mit Klarlack. Das war's! Eure herausragende Maniküre wird jeden total begeistern. Wollt ihr es auch ausprobieren? Und für einen weiteren Nagelhack braucht ihr neongelben Lack. Malt euren Ringfinger an. Und befestigt Glubschaugen. Malt euren Mittelfinger gelb an und befestigt zwei kleine Kunstaugen. Malt mit einem Filzstift einen blauen Einteiler. Markiert die Augenbrauen und malt den Mund. Leuchtend lustige Minions auf euren Nägeln werden eure Freunde sicherlich erheitern. Habt keine Angst zu experimentieren und zeigt jeden eure coolen Nägel. Für die nächste Idee braucht ihr Wundkleber und Nagellack. Verteilt den Kleber. Tropft etwas blauen Lack in den Kleber und fügt Türkis hinzu und etwas dunklen Lack. Mit einem Zahnstocher meinen wir Flecken. Taucht euren Nagel in den gefärbten Kleber. Das erzeugt leuchtend bunte Flecken. Fertig! Probiert's selbst aus! Hier ist noch eine Idee für eine leuchtende und außergewöhnliche Maniküre. Malt eure Nägel mit weißem Lack an. Dekoriert euren Nagel mit Hilfe einer Feder und Pinzette. Sucht für jeden Nagel eine andere farbige Feder aus. Befestigt diese mit Klarlack. Die Maniküre für den bunten Vogel ist fertig. Das Ergebnis ist einfach umwerfend. Für den nächsten Lifehack braucht ihr Stecknadeln und einen Bleistift. Steckt die Nadel in den Radierer des Bleistifts. Ihr braucht ein Stück Glas, Nagellacke und etwas Glitzer. Tropft den Lack auf das Glas. Taucht den Kopf der Stecknadel in den Lack. Malt Blumen mit Hilfe von kleinen Punkten. Und dekoriert die Mitte der Blume mit Glitzer. Und damit die Nägel so lange wie möglich elegant bleiben, versiegeln wir das Ganze mit Klarlack. Das sieht wirklich toll aus. Für die nächste coole Idee braucht ihr einen runden Behälter aus Plastik. Verteilt Silikonkleber in die eine Hälfte. Sobald der Kleber getrocknet ist, müsst ihr ihn nur noch entfernen und legt ihn über den Deckel. Das sollte eine Halbkugel wie diese ergeben. Malt ein Blumendesign auf ein Stück Plastik und schneidet es aus. Legt ein weiteres Stück Plastik darüber, bemalt eure Schablone mit schwarzem Lack. Vergewissert euch, dass der Lack gleichmäßig verteilt ist. Rollt das Silikonteil über die Schablone und stempelt das Muster auf den Nagel. Ihr erhaltet ein sauberes Muster mit Blümchen. Das sieht klasse aus. Dekoriert den Rest der Nägel mit Blumen. Die erste Regel lautet, die Lackfarben in Kontrastfarben zu benutzen. Sogar ein Anfänger bekommt das locker hin. Und für diesen Hack braucht ihr erneut Klarlack. Malt eure Nägel damit an. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Nägel hautfarben vormalen. Malt mit einem Füller Muster auf eure Nägel. Wir haben ein feines Blumenmuster gewählt. Mit einem Stift zu malen geht viel einfacher als mit einem Pinsel. Das Muster ist sehr zart, elegant und gleichmäßig. Um das Ergebnis zu sichern, lackieren wir die Nägel noch mit Klarlack. Wunderschön! Und für diese Idee braucht ihr bunten Nagellack. Wir haben Orange, Rot und Blau ausgewählt. Von der Nagelhautseite aus beginnt, platzieren wir drei Punkte auf den Nagel. Mit einem feinen Kunstpinsel verschmieren wir die Punkte von unten beginnend. Damit die Maniküre noch spektakulärer aussieht, verändern wir die Anordnung der Farben und tropfen blauen Lack nah an die Nagelhaut. Benutzt dann einen Pinsel. Dieses tolle Design sieht unglaublich aus. Das passt perfekt zum Sommer. Man kann sagen, was man will, aber einfarbige Nägel sehen doch viel zu langweilig aus. Holt euch Klarlack und schwarzen Lack. Lackiert eure Nägel mit dem Klarlack. Fügt mit schwarzer Farbe Punkte hinzu. Und mit einem dünnen Pinsel malen wir Flecken.
Die noch feuchte schwarze Schicht lässt sich leicht verteilen und zu ausgefallenen Mustern formen. Dekoriert das Muster mit Glitzernagellack. Festigt das Ergebnis mit einer Schicht Klarlack. Marmornägel sehen super schlicht aus, ziehen aber viel Aufmerksamkeit auf sich. Marmor ist eigentlich eines der wichtigsten Beauty-Trends der Saison. Wie fandet ihr unsere Nageldesign-Hacks? Schreibt uns, welche schöne Idee ihr am besten fandet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.